Seit nahezu 50 Jahren gibt's den Toyota Hilux auch in Europa. In dieser Zeit hat er sich den Ruf des nahezu Unzerstörbaren geschaffen. Diesem legendären Ruf folgend kann ich mich noch gut in den leicht übertrieben wirkenden, aber weitestgehend auf Tatsachen entsprechenden Beitrag aus Top Gear erinnern, den es nicht gelang, den Hilux zu zerstören. Auch die neueste Generation bleibt sich diesem Ruf entsprechend treu. Der Hilux ist leiser geworden, er ist kräftiger geworden, er ist schneller geworden. So sparsam habe ich noch keinen Hilux gefahren. Und diesen leichten Ausflug in die Botanik absolviert er im Standgas. Der Hilux ist besser ausgestattet. Navi und Infotainment sind jetzt im Minitablet-Format integriert. Vom autonomen Notbremsassistenten mit Radarerkennung von Fußgängern, Fahrspurerkennung, haben auch die sicherheitsrelevanten Fahrerassistenzsysteme Einzug gehalten. Der Hilux ist mit manuellem Getriebe sehr, sehr lang übersetzt. Im sechsten Gang bei einer Motordrehzahl von 2000 Umdrehungen weist das GPS-Gerät eine Geschwindigkeit von 124 km/h aus. Das könnte im häufigen schweren Hängerbetrieb etwas übertrieben sein. Je nach Ausstattung verträgt der Hilux fast immer mehr als eine Tonne Zuladung. Er zieht Anhänger bis zu einem Gewicht von 3,2 Tonnen. Für den Allradler gibt Toyota eine Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h an. Mit manuellem Getriebe habe ich festgestellt, dass er bei GPS gemessenen 184 km/h sanft abgeregelt wird. Der Drehzahlmesser weist dabei noch keine 3000 Touren an und die analoge Tachonadel steht kurz vor Erreichen der 200 km/h Marke.